Was ist eigentlich Scheinselbstständigkeit und wann wirst du scheinselbstständig und was bedeutet das für dich und was kannst du tun, um das Ganze zu vermeiden? All diese Informationen bekommst du in diesem Video. Zunächst erstmal die Frage, was ist eigentlich Scheinselbstständigkeit? Und ehrlicherweise ist das relativ leicht, weil der Name sagt schon, was es ist. Und zwar, eine Scheinselbstständigkeit ist eine Selbstständigkeit, die nur zum Schein existiert. Wir haben in Deutschland Angestellte und Selbstständige. Und Angestellte haben eine gewisse Art und Weise, wie sie arbeiten. Und zwar haben sie ein Arbeitsverhältnis und bekommen von ihrem Arbeitgeber Aufgaben. Einen kleinen Verantwortungsbereich und vor allen Dingen auch das Equipment, mit dem sie diese Aufgaben erledigen können. Und dann arbeiten sie und der Arbeitgeber kann ihnen vorschreiben, wann sie arbeiten, wo sie arbeiten, zum Teil auch wie sie arbeiten. Und dann, wenn Angestellte ihren Job erledigt haben, dann geben sie ihre Aufgaben quasi an ihren Vorgesetzten ab. Das heißt, es gibt irgendeine Reporting-Linie in dem Unternehmen. Die haben aber nicht nur Verpflichtungen, sondern auch Rechte. Zum Beispiel Kündigungsschutz oder Urlaubsregelungen. Der Arbeitgeber zahlt einen Teil von der Sozialversicherung und so weiter. Als Selbstständiger bist du Unternehmer. Du bist selbst verantwortlich für all das, was du tust. Das heißt, du suchst dir deine Kunden. Deine Kunden können dir nicht vorschreiben, wann du arbeitest, wo du arbeitest, sondern die beauftragen bei dir zum Beispiel eine Dienstleistung und gibst dann einfach deinem Kunden deine Arbeitsergebnisse und schreibst dafür eine Rechnung. Und dann hast du die gesamte Verantwortung für dich und für wen du arbeitest und so weiter. Das ist eine Selbstständigkeit. Und natürlich gibt es zwischen diesen, ja, ich würde mal sagen, sehr typischen Beispielen vom Angestelltenverhältnis und von Selbstständigkeit auch, ja, viele Zwischenregelungen, wo du zum Beispiel gerade in einem großen Projekt arbeitest und gerade ausschließlich nur für einen Kunden arbeitest. Und dann musst du vielleicht bei denen auch im Büro arbeiten, bist aber sonst noch selbstständig. Und natürlich ist es auch so, dass bei Angestellten der Arbeitgeber relativ viel zahlen muss. Das heißt, die ganzen Sozialversicherungen. Und es gibt auch immer wieder Konstellationen, wo Arbeitgeber sich diese Kosten, also vor allem die Sozialversicherungskosten, die wollen sie sich gerne sparen. Und deswegen sagen sie, wir stellen keine Mitarbeiter ein, sondern wir beauftragen Freelancer. Und Freelancer erledigen dann die Arbeit. Und weil wir natürlich trotzdem genaue Vorstellungen haben, wie die Arbeit abzulaufen hat, deswegen sagen wir den Freelancern auch genau, wie sie arbeiten sollen. Und das ist natürlich ein Bereich, auf den man aufpassen muss. Denn eine Selbstständigkeit ist nicht dafür da, damit Auftraggeber bzw. Arbeitgeber ihre Sozialversicherungsverpflichtungen quasi senken können. Und für all diese Zwischenformen, die zwar irgendwie als Selbstständige angemeldet sind, aber eigentlich arbeiten wie Angestellte und damit eigentlich auch die Rechte hätten wie Angestellte, dafür gibt es den Begriff scheinselbstständig. Und da gibt es regelmäßig Prüfungen. Das heißt, es gibt regelmäßig Prüfungen, die den Status feststellen, was du jetzt eigentlich bist. Bist du Angestellter oder bist du Auftragnehmer? Und diese Prüfungen werden in den häufigsten Fällen von der deutschen Rentenversicherung durchgeführt. Warum das die deutsche Rentenversicherung ist, ist eigentlich auch relativ einfach. Denn sowohl Angestellte als auch Selbstständige zahlen ja beide Steuern. Das heißt, Angestellte kriegen einfach Abzüge von ihrer Gehaltsabrechnung und Selbstständige machen einfach ihre Steuererklärung. Das heißt, das Finanzamt bekommt sowieso ihr Geld. Und auch die Krankenversicherung bekommt sowieso ihr Geld, denn sowohl Angestellte als auch Selbstständige zahlen Krankenversicherungsbeiträge. Wer aber ganz häufig bei Selbstständigen kein Geld bekommt, ist die gesetzliche Rentenversicherung, weil Angestellte zahlen regelmäßig Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Bei Selbstständigen ist die gesetzliche Rentenversicherung aber in den allermeisten Fällen nicht vorgeschrieben und deswegen gibt es eine Motivation von der deutschen Rentenversicherung, sodass Status zwischen Angestellten sein und Auftragnehmer sein mal genauer zu überprüfen. Weil wenn es da einen Selbstständigen gibt, der eigentlich ein Angestellter ist, dann müssen ja die Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden und dann bekommt die deutsche Rentenversicherung mehr Geld. Allerdings gibt es auch ein paar andere Instanzen, die ja so den Status einer Selbstständigen oder eines Angestellten feststellen können. Zum Beispiel die Arbeitsgerichte, Finanzämter, andere Sozialversicherungsträger, Krankenkassen oder aber auch du selbst, also sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer kann so ein Statusfeststellungsverfahren anstreben. In diesem Statusfeststellungsverfahren wird dann genau geschaut, bist du eigentlich selbstständig oder bist du angestellt? Und das ist nicht pauschal gut oder schlecht. Du magst vielleicht jetzt unbedingt selbstständig sein wollen, aber du hast halt einige Vorteile als Angestellter. Die werden zum Beispiel Teile der Sozialversicherung gezahlt oder das Kündigungsschutz und so weiter. Das heißt, in einigen Beschäftigungsverhältnissen wäre das ganz häufig günstiger, angestellt zu sein. Das sind vor allem Arbeiter so im Niedriglohnsektor. Es gibt immer mal wieder Urteile rund um zum Beispiel Lieferservices oder Kurierdienste. Die sind ganz häufig auch irgendwie selbstständig und da ist durchaus zweifelhaft, ob es tatsächlich eine echte Selbstständigkeit ist. Und da gibt es tatsächlich immer wieder Urteile, dass genau solche Beschäftigungsverhältnisse halt
keine Selbstständigkeit sind, sondern eigentlich ein Anstellungsverhältnis. Betroffen sind aber natürlich nicht nur Leute im Niedriglohnsektor, also die Höhe deiner Bezahlung spielt da keine Rolle, sondern es gibt eine ganze Reihe an Berufen, die ja tendenziell von Scheinselbstständigkeit bedroht sind, um es mal so zu sagen. Und das sind vor allem freie Mitarbeiter. Also wenn du als Freelancer irgendwo in einem Unternehmen arbeitest, vor allem Dienstleistungen ausführst, dann kann es durchaus sein, dass das Thema für dich eine Relevanz hat und wo du zumindest mal, ich würde mal sagen, deine Auftragsverhältnisse anschauen solltest. Um so ein paar Beispiele zu nennen, bedroht sind zum Beispiel Berater oder in der Film- und Fernsehindustrie alle Beschäftigten oder Grafikdesigner und Texter, Handwerker, in der Baubranche ist das auch regelmäßig ein Thema, bei Heilberufen, also bei Ärzten oder Pflegepersonal, Immobilienmakler, Kurierfahrer habe ich schon erzählt, auch teilweise Lehrkräfte, also selbstständige Dozenten, die dann aber ausschließlich für einen Bildungsträger arbeiten, Programmierer, Reinigungskräfte im Speditionsbereich und so weiter. Das heißt, all diese Berufsgruppen sollten sich zumindest einmal anschauen, ob das Thema Scheinselbstständigkeit für Sie vielleicht zutrifft. Doch wie läuft eigentlich so eine Prüfung ab? Gehen wir mal davon aus, dass ich, um meine Videos zu editieren, jemanden beauftragt habe. Und jetzt kommt die deutsche Rentenversicherung und möchte das Ganze mal überprüfen, ob es wirklich ein Auftragnehmer oder ein Arbeitnehmer ist. Und dann schauen die sich als erstes die Verträge an. Das heißt, gibt es einen Vertrag zwischen dem Auftragnehmer und mir? Wird da vorgegeben, wann gearbeitet werden muss? Wird da vorgegeben, wo gearbeitet werden muss? Wer stellt eigentlich das Arbeitsequipment? Wie sehr ist diese Person eigentlich in mein Unternehmen eingegliedert? Und das könnte natürlich schon darauf hindeuten, dass es eigentlich ein Angestellter ist, wenn all das Ganze geregelt ist und ich da auch noch Equipment zur Verfügung stelle. Das heißt, wenn du ja als Selbstständiger Verträge abschließt, solltest du darauf achten, dass solche Dinge nicht geregelt sind, dass du da die Freiheit hast, selber zu entscheiden, wann, wo und wie du arbeitest. Es wird aber auch nicht nur der Vertrag angeschaut, sondern es werden auch immer die echten, tatsächlichen gelebten Verhältnisse angeschaut. Das heißt, nur weil ihr einen Vertrag habt, der ja rein vertraglich Scheinselbstständigkeit ausschließt, heißt es nicht, dass nicht eventuell in der gelebten Praxis Scheinselbstständigkeit existiert. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Vertrag reinschreibe, dass der Auftragnehmer sich frei aussuchen darf, wann und wo gearbeitet wird, ich in der Praxis aber tatsächlich erwarte, dass diese Person jeden Tag von 9 bis 17 Uhr bei mir im Büro sitzt, ja, dann rettet mich der Vertrag auch nicht, dann ist das Scheinselbstständigkeit. Und bei der Prüfung gibt es im Wesentlichen drei Kriterien, auf die ganz besonders geschaut wird. Erstens, hat der Auftragnehmer eigene Angestellte? Das heißt, wenn die Person, die ich jetzt beauftragt habe, meine Videos zu editieren, selbst Angestellte hat und die Arbeit unter Umständen gar nicht selbst erledigt, sondern die das im Team erledigen, dann schließt das Scheinselbstständigkeit schon mal aus, weil sowas gibt es nicht in einem Anstellungsverhältnis, dass man ein ganzes Team kollektiv anstellt. Das gibt es nur in der Konstellation Auftraggeber und Auftragnehmer. Und ein zweiter Punkt ist die Dauer des Vertragsverhältnisses. Normalerweise hat man bei Dienstleistern irgendeine Art Befristung und nicht so einen unbefristeten Vertrag, wie es bei Angestellten ganz häufig der Fall ist. Denn du kannst unter Umständen sogar Vollzeit für einen Auftraggeber arbeiten, wenn das Ganze befristet ist. Also wenn du als Programmierer beispielsweise für 3 Monate auf einem Projekt arbeitest, dann kannst du auch Vollzeit für dieses Projekt arbeiten. Es muss dann aber befristet sein. Wenn das dann ein unbefristeter Vertrag ist, ja, dann ist das vielleicht doch eher ein Anstellungsverhältnis als ja eine Beziehung zwischen 2 Unternehmen. Und dann gibt es noch eine 5/6-Regelung. Das heißt, du solltest als Selbstständiger, also als Auftragnehmer, nicht mehr als 5/6 deines Umsatzes von einem Auftraggeber beziehen. 5/6 sind 83%. Das heißt, wenn du mehr als 83% dauerhaft immer nur von einem Auftraggeber bekommst, von deinen Umsätzen, dann unterstellt die Rentenversicherung in der Regel, dass da doch schon irgendwie so ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass die Rentenversicherung mich jetzt geprüft hat und zum Fazit kommt, dass mein Auftragnehmer kein Auftragnehmer, sondern ein Arbeitnehmer ist. Weil ich dieser Person vorschreibe, wann gearbeitet wird, wo gearbeitet wird. Außerdem gibt es ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Ich bin der einzige Kunde und diese Person bekommt jetzt einfach jeden Monat 5.000 Euro von mir. Dann sagt die Rentenversicherung, dass ist keine Selbstständigkeit, das ist ein Arbeitsverhältnis. Und das Ganze wird für mich als Arbeitgeber richtig gefährlich, weil ich jetzt Gehaltsabrechnung erstellen muss, wo ganz unten der Betrag rauskommt, den ich jeden Monat schon gezahlt habe. In meinem Beispiel 5.000 Euro. Das heißt, ich müsste 5.000 Euro pro Monat nachträglich Sozialversicherung zahlen für diesen Arbeitnehmer bis zu 4 Jahre zurück. Wenn wir bei meinem Beispiel bleiben, 4 Jahre sind 48 Monate mal 5.000 Euro sind 240.000 Euro für diese eine Person an Sozialversicherungsbeiträgen.
Mitarbeiterverträgen. Und wenn ich das jetzt systematisch gemacht habe, bei 10 Mitarbeitern, ja, dann war es das wahrscheinlich auch mit meinem Unternehmen. Und wenn man mir da Vorsatz unterstellt, dann habe ich unter Umständen strafrechtlich noch einige Probleme. Man könnte mir auch Steuerhinterziehung unterstellen. Und es ist sogar so, wenn das Ganze eine GmbH ist, dann hafte ich als Geschäftsführer auch für die nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, nur weil das jetzt eine Kapitalgesellschaft ist, die theoretisch eigentlich in der Haftung beschränkt ist, ich als Geschäftsführer hafte für die nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, in dem Fall hat man als Auftraggeber ein riesengroßes Problem. Deswegen, für dich, wenn du Auftraggeber bist, achte unbedingt darauf, dass du Selbstständige nicht so behandelst wie Arbeitnehmer. Doch welche Konsequenzen hat das für dich eigentlich als Selbstständiger? Gehen wir mal davon aus, dass du in einem Verhältnis arbeitest und da wird festgestellt, das war gar kein Auftragsverhältnis, das war ein Arbeitsverhältnis. Theoretisch könntest du jetzt ja sagen, naja, ist ja gut, wenn der Auftraggeber jetzt alles on top bezahlt, dann bin ich ja fein raus. Nicht ganz, denn wenn der Auftraggeber nicht bezahlt, dann wird die Rentenversicherung nicht sagen, naja, dann interessiert uns das Ganze nicht, sondern du wirst da auch Probleme haben. Und das Erste, was passiert ist, dass deine Selbstständigkeit einfach nicht existent ist. Das heißt, du musst alles irgendwie rückabwickeln. Du musst dein Gewerbe abmelden, deine Selbstständigkeit abmelden und die ganzen Rechnungen, die du in der Zeit geschrieben hast, sind auch nicht korrekt. Das heißt, du musst die Umsatzsteuer zurückbezahlen und du hast auch auf der Ausgabenseite dann keinen Vorsteuerabzug. Ja, du bist jetzt angestellt, aber natürlich auch nicht gewollter Angestellter. Gott sei Dank hast du in der Konstellation Kündigungsschutz, aber ich kann dir garantieren, das Ganze wird auch für dich als Arbeitnehmer, Auftragnehmer unglaublich schmerzhaft und unterm Strich wirst du natürlich das Beschäftigungsverhältnis und deine Selbstständigkeit verlieren. Deswegen zum Abschluss dieses Videos ein ganz dringender Appell. Bitte beschäftige dich mit dem Thema, wenn du in einem solcher Bereiche arbeitest, von denen wir gesprochen haben. Das heißt, wenn dein Verhältnis zu deinem Auftraggeber sehr ähnlich zu einem Verhältnis ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dann solltest du das Ganze unbedingt prüfen. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du nicht eventuell scheinselbstständig bist, dann sprich unbedingt mit deinem Auftraggeber und ihr solltet dann vielleicht proaktiv selbst zur Rentenversicherung gehen und selber so ein Statusfeststellungsverfahren anstreben. Sowas ist immer besser, ganz am Anfang zu klären und herauszufinden, als erst Jahre später, wenn der finanzielle Schaden wirklich groß ist. Deswegen an dieser Stelle einfach die Sensibilisierung für das Thema. Bitte beschäftige dich damit und wenn du dazu generelle Fragen hast, dann schreib mir unbedingt einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir da gerne weiterzuhelfen. Und wenn du ganz konkret in so einer Situation bist, dann hilft dir da tatsächlich auch kein Steuerberater weiter, weil es weniger ein steuerrechtliches Problem ist. Dann solltest du idealerweise mit einem Anwalt sprechen, der sich auf Sozialversicherungsrecht spezialisiert hat. Das ist der richtige Ansprechpartner für dich, bevor ja ein großes Drama entsteht bei dir. Ich hoffe allerdings, das ist bei dir nicht der Fall. Und wenn du jetzt noch Hilfe brauchst in deiner Selbstständigkeit, Buchhaltungsprogramm, Steuerprogramm, Bankkonto, Steuerberater, was auch immer, dann schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich dir meine Empfehlungen verlinkt. Ich verlinke sie dir gerne auch noch einmal hier. Oder du schaust jetzt erstmal zur Ablenkung von diesem, ja, unerfreulichen Thema andere spannende Videos über Steuern oder Buchhaltung. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.